herzlich willkommen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum Vortrag Power Cloud und GISA. Hier speziell die Schwerpunktthemen Beratung, Lösung und die App Customer Insight. Mein Name ist Ralf Müller. Ich bin verantwortlich für das Team Platform Solutions der Unit Enterprise Utilities bei der GISA. Die Schwerpunktthemen unserer Arbeit sind das Abrechnungsprodukt Power Cloud an sich und darauf aufbauend die Power Cloud Abrechnungsplattform der GISA. Innerhalb dieses Vortrags möchte ich Ihnen vorstellen, welche Leistungen wir als GISA zum Thema Power Cloud erbringen. Und im zweiten Teil des Vortrags möchte ich auch auf die GISA Power App Customer Insight näher eingehen. Wir als GISA arbeiten seit 2019 sehr eng mit der Power Cloud zusammen und sind im Jahr darauf Integrations- und Servicepartner für die Power Cloud geworden. Wir sind in einem regelmäßigen Austausch mit festen Ansprechpartnern bei der Power Cloud vor Ort und eigene Mitarbeiter von mir arbeiten direkt bei der Power Cloud an dem Produkt Power Cloud in der Weiterentwicklung und sorgen mit ihrem Fach-Know-how dafür, dass die Power Cloud sich entsprechend der Branchenprozesse optimal weiterentwickelt. Dadurch haben wir auch einen sehr direkten Draht in die Power Cloud. Sehr eng verzahnt sind wir auch mit weiteren Power Cloud Partnern und hier gehen wir die beiden Themen Lösungsentwicklung und zweites Schwerpunktthema Migration gemeinsam an. Wir als GISA haben eine eigene Power Cloud Instanz im Einsatz. Diese nutzen wir für Demonstrationszwecke, für die Entwicklung eigener gekapselter Lösungen. Wir führen Schulungen auf diesem System durch und nutzen diese auch als Grundlage, um die GISA-eigene Power Cloud-Abrechnungsplattform weiterzuentwickeln. Die vier Kernkompetenzen der GISA sind zum einen das Thema Management und Service, Beratung, Implementierung und Entwicklung. Zum Thema Management und Service ist zu sagen, dass wir für die Power Cloud ein vollumfängliches Service-Management anbieten. Hier ist zu nennen der First-, Second- und Third-Level-Support mit fest definierten Service-Level-Agreements. Wir betreiben Schnittstellen und Umsysteme. Wir betreiben ganze Power Cloud-Instanzen, ob als SaaS oder als Supportvertrag. Kurzum, das Management der Gesamtplattform. Beim Thema Beratung ist zu sagen, wir unterstützen Sie bei konkreten Architekturszenarien, wie Sie Ihr bestehendes System innerhalb in ein Power Cloud-System transformieren können. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre aktuellen Fachprozesse innerhalb der Power Cloud abzubilden. Wir entwickeln zusammen mit Ihnen passende Migrationsstrategien und Szenarien und am Ende auch ein für Sie passendes Service- und Betriebsmodell. Zum Thema Implementierung und Integration ist zu sagen, dass wir mit sehr viel Projektmanagement-Know-how eine ganzheitliche Projektrealisierung anbieten können. Zu verschiedenen Themenschwerpunkten bieten wir Fachworkshops an. Wir richten Ihren Power Cloud-Mandanten grundlegend ein und unterstützen Sie auch bei der Anbindung von Umsystemen und Schnittstellen. Gemeinsam führen wir mit Ihnen die Tests durch, sodass ein erfolgreicher Go-Live auch gewährleistet werden kann. Falls Bedarf ist, schulen wir Ihre Anwender und Mitarbeiter für das neue System Power Cloud. Und auch nach einem erfolgreichen Go-Live lassen wir Sie nicht im Regen stehen, sondern unterstützen Sie hier auch mit einer entsprechenden Anlaufbetreuung mit dem neuen System fertig zu werden. Beim Thema Entwicklung sollte es bei Ihnen der Bedarf bestehen, eigene weitere Lösungen zu entwickeln, sind wir hier auch Ihr erster Ansprechpartner, eigene gekapselte Zusatzapplikationen zu entwickeln. Hierfür nutzen wir die Standardschnittstellen der Power Cloud, um die bestmögliche Anbindung zu gewährleisten. Auch falls Sie Unterstützungsbedarf beim Thema Formulare haben, sind wir hier sehr gern für Sie da. Um jetzt mal ein Beispiel zu geben, wie so eine eigene gekapselte Lösung aussehen könnte, möchte ich Ihnen die von GISA eigens entwickelte Power Cloud App GISA Customer Insight vorstellen. GISA Customer Insight, was bedeutet das? Um diese Frage zu klären, möchte ich Ihnen vorab eine weitere Frage stellen. Wissen Sie, welcher Ihrer Kunden demnächst kündigen könnte? Oder wenn man sich die aktuelle Energiepreispolitik bzw. Energiemarktpolitik ansieht, auch eine provokative Frage, wissen Sie, welcher Ihrer Kunden demnächst kündigen sollte? Um diese Frage zu beantworten, weil dieses Wissen haben die meisten Energievertriebe aktuell heute nicht, wurde die App entwickelt. Und die App nutzt historische und aktuelle Kunden- und Kündigerdaten, wie zum Beispiel das Alter, das Geschlecht, die Vertragsdauer, die Bonität,
und nutzt einen intelligenten Algorithmus, beruht auf der logistischen Regression, um hier eine Kündigerwahrscheinlichkeit pro Kunde zu ermitteln. Das klingt kompliziert, einfach erklärt bedeutet das, wir ermitteln personenscharf den Wert Ihrer Kunden und daraus abgeleitet die Wahrscheinlichkeit, ob Ihr Kunde kündigen wird. Und mittels dieser Daten, mittels dieser kundenspezifischen, segmentspezifischen Daten bekommen Sie das Werkzeug an die Hand, diese Entwicklung entweder entgegenzuwirken oder, um die provokative Frage von vorhin zu beantworten, vielleicht auch zu unterstützen. Um eine Übersicht Ihnen zu geben, welche Daten für die Analyse notwendig sind, ist hier mal eine Übersicht dargestellt. Die ist nicht vollumfänglich, es ist ein Auszug daraus, aber anhand der farblich hervorgestellten Daten ist erkennbar, welche bereits am Modell erprobt wurden und hier auch sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Ich bin mir sicher, auch Sie erkennen hier Daten Ihrer Kunden wieder, welche aktuell dort vorhanden sind. Um die Anbindung der Gisa Power App an Ihre Power Cloud nutzen wir die offene Architektur der Power Cloud und hier die Standard Web Services. Dadurch ist die Anbindung sehr leicht möglich. Die Anbindung kann direkt passieren oder über, falls möglich oder falls nötig und erwünscht, auch über eine vorab gelagerte Integrationsschicht. Und hier bieten sich Ihnen dann mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten. Sie können zum einen gezielt einzelne Kundenabfragen durchführen. Sie können ganze Kundengruppen mit einmal überprüfen oder Sie können die Überprüfung auch in den automatischen Prozess mit eingliedern. Das heißt, in einem Standardprozess der Power Cloud wird ein Event getriggert und anhand dieses Event können nachgelagert die Überprüfungen stattfinden. Um danach auch wieder in vielfältigster Art und Weise die Ergebnisse darzustellen. Das kann zum einen per Dashboard passieren, per Charts. Man kann sich die Ergebnisse entweder direkt in der Power Cloud anzeigen lassen. Sie können sich die Ergebnisse in einem externen System anzeigen lassen. Sie können sich die Ergebnisse per E-Mail zusenden lassen. Zum Beispiel, um an die entsprechende Abteilung im Haus die Informationen zukommen zu lassen, die dann die entsprechenden Maßnahmen und Kampagnen daraus ableitet. Und damit wäre ich am Ende meiner Vorstellung. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Möchte auch nochmal auf unsere Webseiten verweisen, speziell auch zu dem Thema Power Cloud und speziell auch zum Thema Gisa Customer Insight. Vielen Dank. Thank you.